Pumpkin Porridge. Leute, Leute, guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Rezeptvideo. Es ist Herbst, es ist Kuschelzeit, man will was Warmes, Leckeres, Gesundes zum Einkuscheln unter die Decke. Und zwar verrate ich euch jetzt gleich, wie ihr Porridge machen könnt. Herbstporridge, Pumpkin Porridge. Das ist ganz besonderer Porridge, der braucht ein paar Minuten länger als gewöhnlicher Porridge. Aber falls ihr ein paar Minuten habt und euch auf die Couch einkuscheln wollt mit was richtig, richtig Leckerem, dann passt jetzt auf. Okay, kommen wir zur Zubereitung. Wir brauchen ein Butternut-Kürbis, nicht einen ganzen, nur so ein kleines Stück davon oder je nachdem, wie viel Kürbis ihr reinmachen wollt. Übrigens, ihr könnt mit dem Rezept auch super so ein paar Kohlenhydrate einsparen, falls das gerade irgendwie wichtig ist für euch. Ein paar Haferflocken austauschen. Also dafür ist das Rezept auch super geeignet, falls ihr gerade so ein bisschen auf Diät seid. Wir schneiden den Kürbis klein in so kleine Würfel. Ich mag das, wenn die wirklich sehr klein sind, weil dann geht es schneller mit dem Kochen. Und dann gebe ich das in einen Topf, schneide eine Orange durch und presse die eine Hälfte aus. Das liegt an euch, ob ihr das mit der Orange mögt oder nicht. Ich finde es extrem lecker. Falls ihr es nicht mögt, nehmt einfach Wasser und dann noch ein bisschen Zimt dazu. Und falls ihr es noch ein bisschen süßer mögt, könnt ihr ein bisschen Ahornsirup oder Honig dazu geben. Einfach so viel Flüssigkeit dazu geben, dass der Kürbis so gut bedeckt ist. Der zieht das dann eh alles ein. Also wir haben hier jetzt so ein süßes Zimtwasser da drin und darin köcheln wir jetzt unseren Kürbis, bis der weich ist. Ihr könnt auch zum Beispiel so ein paar Nelken oder auch einfach eine ganze Zimtstange mit reinmachen, falls euch das lieber ist. Wenn das dann gut durchgeköchelt ist, dann am besten eine Gabel nehmen und den Kürbis so ein bisschen klein mampschen. Falls ihr übrigens ein bisschen zu viel Wasser habt, macht nichts, weil wir geben jetzt noch ein paar Zutaten zu dem gemischten Kürbis dazu. Mandelmehl, Leinsamen und Haferflocken, damit auch ein Porridge wird. ihr könnt die Haferflocken auch weglassen, aber macht sie rein. Es wird geiler. Dann, je nachdem wie viel Wasser euch übrig geblieben ist, macht nochmal so ein bisschen Wasser dazu. Kocht es so ein bisschen auf, damit die Haferflocken schön weich werden. Und dann gebe ich mein Proteinpulver dazu. Von der Konsistenz her bräuchtet ihr eigentlich keins. Es gibt aber halt echt einen richtig, richtig leckeren Geschmack dazu. Es gibt nochmal Süße dazu. Und es gibt halt Protein dazu. Und ich nehme mein veganes Proteinpulver von Flora Nutris. Das heißt, der ganze Porridge ist somit auch vegan. Eigentlich nehme ich immer das in Salted Karamell für das Rezept, weil das einfach... Boah, Leute, diese Karamell- und Orangenmischung ist einfach so gut. Und ich finde, das hat einfach so... Dieses Karamell hat so was Herbstliches. Meine Dose war jetzt aber leider gerade alle. Deswegen habe ich dann das Vanille genommen, was mein alltägliches Proteinpulver für meinen Porridge ist, weil es einfach so, so lecker ist. Und auch die Zusammensetzung ist halt einfach mega von dem Proteinpulver. Also gerade bei veganem Proteinpulver muss man ja immer so ein bisschen gucken, aus was besteht denn eigentlich das Protein. Und reines Sojaprotein ist jetzt zum Beispiel nicht so hochwertig. Und das von Flora Nutris ist halt basierend auf Reis, Erbsen und Lupinenprotein, was halt richtig gut ist und auch super für den Körper verwertbar ist und lecker ist etc. Leute, davon geben wir oder von eurem Proteinpulver oder falls ihr meins ausprobieren wollt, verlinke ich euch das unten. Es gibt auch verschiedene Probiergrößen. Auf jeden Fall geben wir davon einen Scoop dazu. Dadurch wird es halt nochmal süßer und cremiger. In der Zwischenzeit habe ich das Obst auch schon mal klein geschnibbelt. Also ich habe jetzt eine Birne genommen. Ich finde das auch irgendwie sehr herbstlich. Ihr könnt auch einen Apfel nehmen. Die andere Hälfte von der Orange, ein paar Blaubeeren und eine Banane klein geschnitten. Es wird dann alles schön auf dem Porridge platziert. Gemeinsam mit ein bisschen Zimt noch oben drauf, Leinsamen und ein paar Datteln. Und eventuell noch so ein paar Nüssen oder Nussbutter, falls ihr habt. Und Leute, schreibt mir bitte, wie ihr es findet. Markiert mich auf euren Fotos und Stories, falls ihr es nachmacht. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr findet nochmal alles in der Infobox. Abo da lassen, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.